Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Sieder und hier dreht sich alles um die Krafttiere. In dem heutigen Video spreche ich darüber, dass manche Tiere uns darauf hinweisen, dass wir am richtigen Weg sind. Nämlich zum Beispiel der Hausrotschwanz. Der sagt nämlich am richtigen Weg. Und er ist zu diesem Titel gekommen, weil ich ihn getroffen habe, wo ich mich mal mit dem Auto verfahren habe, vor 2, 3 Jahren, 4 Jahren, schon länger her. Und plötzlich, ich bin weinend im Auto gesessen und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich habe mich verfahren und so ein Blödsinn, ich bin eh schon so lange gefahren und ich will gar nicht. Und ich sitze im Auto und plötzlich schaue ich aus dem Fenster und links neben mir sitzt dieser Vogel. Ich habe den vorher noch nie gesehen. Der war für mich unbekannt. Und ein Hausrotschwanz, der schwaffelt dann so mit dem Schweif hinten, so tick, 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 tick. Und dann nickt er so. Und plötzlich höre ich in mir das Sagen, du bist am richtigen Weg. Und das fand ich dann nämlich so spannend, weil dann war es nämlich so, dass es da, wo ich mich verfahren habe, gab es direkt in der Nähe die Mürer Wasserfälle. Und das ist ein sehr, sehr mystischer Ort hier in Österreich. Es ist ein ganz, ganz spezieller Wasserlauf, wo man halt auch so durch diesen Weg, Klettersteig, da durchgehen kann. Und ich habe dann das abgesagt, was eigentlich ausgemacht war, nämlich, dass ich einen Freund abhole. Das habe ich abgesagt und bin zu den Mürer Wasserfällen gefahren und habe dort dem Wasser zugehört, Botschaften aufgeschrieben, geschaut, was sehe ich dort Unsichtbares an Gnomen und Wassertieren. Und es war für mich das erste Mal, dass ich mich so tief verbunden habe mit der Natur und mit diesen unsichtbaren Wesen, die es wirklich gibt. Also das war ja früher wirklich für mich noch ein Ding von, gibt es im Märchen, aber das war's. Es gibt ein Märchen. Und dort habe ich es dann so richtig erfahren, dass wenn das Tor offen ist, der Wahrnehmung dessen, was sonst noch alles zu sehen gibt. Ja, also ich habe schon immer wieder damit zu tun, dass ich mir denke, ich bin verrückt und ich spinne und all diese Bewertungen, wie die Menschen bewertet werden, die halt das Unsichtbare sehen. Weil eigentlich ist es ja sichtbar, aber es ist ein anderes Auge. Na gut, wir kommen zurück zum Haus Rotschwanz, der nämlich immer mein größtes Geschenk ist. Ich bin oft in Zweifel, ob auf dem Weg, wo ich gerade gehe, ob das wirklich der richtige ist. Oder ob ich mir was anderes, was Neues, was Schöneres beim Universum bestellen soll. Und immer wenn ich diesen Vogel sehe, dann weiß ich, ich bin am richtigen Weg und es ist wie eine Bestätigung, wie ein mich entspannen können und dann wissen, ich bin richtig, es ist richtig. Genau, das ist der Haus Rotschwanz, den findet ihr im Kartenset, jetzt wollte ich schon sagen auf ins Neue, aber es heißt Lebe deine Essenz. Das ist das erste Kartenset, was ich herausgebracht habe. Ist dem Wurzelchakra zugeordnet, also super gut für die Erdung und gut für all diejenigen, die wissen wollen, warum sie hier sind und was ihre Essenz ist und nochmal näher zu sich selbst kommen, die Prägungen abwerfen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao.